auf der Straße. Eine Maigret-Geschichte von Georges Simenon, gelesen von Edgar M. Bölk. Die vier Männer saßen dicht aneinander gedrängt im Taxi. Es war eiskalt in Paris. Und in dem fahlen Licht früh um 7:30 trieb der Wind eisigen Staub über den Boden. Dem magersten von ihnen, der auf dem Notsitz saß, klebte eine Zigarette an der Unterlippe, seine Hände waren gefesselt. Der korpulenteste, einer mit kräftigen Kinnbacken, trug einen Wintermantel und hatte eine Melone auf. Er rauchte Pfeife, während er auf die vor seinen Augen vorüberziehenden Gitterzäune des Bois de Boulogne hinaussah. »Soll ich Ihnen vielleicht eine schöne Nummer hinlegen?« fragte der Mann mit den Handschellen freundlich. »Mich auf dem Boden winden, um mich schlagen, schimpfen und fluchen?« »Spiel dich bloß nicht zu sehr auf«, brummte Maigret, nahm ihm die Zigarette aus dem Mund und stieß die Wagentür auf. Sie waren an der Porte de Bagatelle angekommen. Die Wege im Bois waren menschenleer, weiß und hart wie Quadersteine. An der Abzweigung eines Reitwegs warteten 10 Leute, die wegen der Kälte die Füße aneinander schlugen. Ein Fotograf wollte sich auf die näher kommende Gruppe stürzen, aber Petit Louis hob, wie man ihm geraten hatte, die Arme vors Gesicht. Maigret drehte wie ein Bär mürrisch den Kopf hin und her und beobachtete alles. Die neuen Häuser am Boulevard Richard Wallace mit den noch geschlossenen Fensterläden, ein paar Arbeiter auf dem Fahrrad, die von Puteaux kamen, eine beleuchtete Straßenbahn, 2 Concierges mit blaugefrorenen Händen. »Alles bereit?« fragte er. Am Vortag hatte er folgende Nachricht in die Zeitungen setzen lassen. »Das Verbrechen von Bagatelle. Die Polizei hat diesmal nicht lange gebraucht, um einen Fall aufzuklären, der zunächst unlösbar schien. Bekanntlich hat ein Wächter Montag früh in einer Allee des Bois de Boulogne, etwa 100 Meter von der Porte de Bagatelle entfernt, eine Leiche entdeckt, die sofort identifiziert werden konnte. Es handelt sich um Ernst Borms, einen bekannten Wiener Arzt, der sich vor mehreren Jahren in Neuilly niedergelassen hat. Borms trug Gesellschaftskleidung. Er ist vermutlich Sonntagnacht auf dem Heimweg in seine Wohnung am Boulevard Richard Wallace überfallen worden. Ein Schuss aus nächster Nähe mit einem kleinkalibrigen Revolver traf ihn mitten ins Herz. Der noch junge, gut aussehende, sehr elegante Borms galt als Lebemann. Knapp 48 Stunden nach dem Mord hat die Kriminalpolizei eine Verhaftung vorgenommen. Der Lokaltermin ist für morgen früh zwischen 7 und 8 Uhr angesetzt. Am Quai des Orfèvres zitierte man diesen Fall später gern als besonders typisch für Maigrets Vorgehen. Aber wenn man ihn darauf ansprach, hatte er so eine merkwürdige Art, brummend den Kopf abzuwenden. Also los. Alles war bereit. Fast keine Gaffer, wie vorgesehen. Schließlich hatte er nicht umsonst die frühe Morgenstunde anberaumt. Unter den 10, 15 Leuten, die hier herumstanden, waren auch ein paar Inspektoren, die ihre unschuldigste Miene aufgesetzt hatten. Einer von ihnen, Torrance, verkleidete sich fürs Leben gern und war als Milchmann gekommen. Sein Chef quittierte es mit einem Achselzucken. Hauptsache, Petit Louis übertrieb nicht. Ein alter Kunde, der am Vortag wegen Taschendiebstahls in der Metro festgenommen worden war. »Du könntest uns morgen früh einen kleinen Dienst erweisen, dann wollen wir sehen, dass du diesmal etwas billiger davon kommst.« Man hatte ihn aus der Zelle geholt. »Also los«, brummte Maigret. »Als du Schritte hörtest, warst du an dieser Ecke hier versteckt, oder?« »Genau, Herr Kommissar. Ich hatte einen Mordshunger, verstehen Sie, völlig abgebrannt. Da habe ich mir gesagt, ein Kerl, der so rausgeputzt herumläuft, hat bestimmt eine volle Brieftasche. Geld oder Leben, habe ich ihm ins Ohr geflüstert. Und ich schwöre Ihnen, es war nicht meine Schuld, dass der Schuss losging. Ich glaube, ich bin einfach wegen der Kälte mit dem Finger an den Abzug geraten.« 11 Uhr früh. Maigret wanderte in seinem Büro am Quai des Orfèvres auf und ab, rauchte eine Pfeife nach der anderen und fingerte dauernd am Telefon herum. »Hallo, sind Sie's, Chef? Lucas hier. Ich bin dem Alten nach, der sich so für den Lokaltermin zu interessieren schien. Aber da ist nichts. Das ist ein Spinner, der jeden Morgen im Bois seine Runden dreht. Ja, gut, dann komm zurück.« 11:15. »Hallo, Chef. Torrance. Ich bin dem jungen Mann gefolgt, auf den Sie mich durch ein Zwinkern aufmerksam gemacht haben. Der nimmt an jedem Detektivwettbewerb teil. Verkäufer in einem Geschäft an den Champs-Élysées. Soll ich zurückkommen?«
Erst 11:55, dann ein Anruf von Jean Villiers. »Ganz schnell, Chef. Ich habe Angst, dass mir der Vogel wegfliegt. Ich beobachte ihn durch die Scheibe der Telefonkabine, bin in der Bar Nain Jaune am Boulevard Rochecouart. Ja, er hat mich bemerkt. Ein ruhiges Gewissen hat er nicht. Als er über die Seine ging, hat er was in den Fluss geworfen. X-mal hat er versucht, mich abzuhängen. Soll ich auf Sie warten?« Und so begann, quer durch Paris, an eiligen, ahnungslosen Passanten vorüber, von Bar zu Bar, von Kneipe zu Kneipe, eine Verfolgungsjagd, die 5 Tage und 5 Nächte dauern sollte. Ein einzelner Mann auf der einen Seite, Maigret mit seinen Inspektoren auf der anderen. Sie lösten sich ab, waren aber am Ende genauso erschöpft wie der, den sie verfolgten. Gerade recht zum Aperitif stieg Maigret vor dem Nain Jaune aus dem Taxi und traf Janvier am Tresen an. Er tat gar nicht erst harmlos, im Gegenteil. »Welcher ist es?« Der Inspektor wies mit einer Kinnbewegung auf einen Mann, der in einer Ecke an einem kleinen Tisch saß. Der Mann sah sie mit seinen hellen Pupillen an. Ihre blaugraue Farbe verlieh seiner Physiognomie etwas Fremdländisches. Ein Nordländer, ein Slave, wohl eher ein Slave. Er trug einen grauen Mantel, einen gut geschnittenen Anzug und einen weichen Filzhut. Etwa 35 Jahre alt, soweit man das beurteilen konnte. Er war blass und frisch rasiert. »Was trinken Sie, Chef? Einen heißen Picon?« »Gut, einen heißen Picon. Was trinkt denn er?« »Cognac. Das ist schon der 5. seit heute Morgen. Langsam habe ich auch schon einen in der Krone. Ich musste ihm ja in alle Kneipen nach. Der ist ganz schön hart im Nehmen. Schauen Sie ihn an. So geht das schon den ganzen Morgen. Der würde doch nicht um alles in der Welt den Blick senken.« Das stimmte. Und es war seltsam. Arroganz konnte man das nicht nennen, auch nicht Herausforderung. Der Mann sah sie ganz einfach an. Wenn er beunruhigt war, so ließ er es sich nicht anmerken. Sein Gesicht drückte eher Trauer aus, aber diese Trauer war verhalten, gemessen. Als er an der Bagatelle merkte, dass sie ihn beobachteten, hat er sich gleich entfernt, und ich bin hinter ihm her. Nach kaum 100 Metern drehte er sich um, und statt den Bois zu verlassen, wie er es wohl ursprünglich vorhatte, schlug er mit Riesenschritten den erstbesten Parkweg ein und drehte sich wieder um. Er hat mich erkannt und sich trotz der Kälte auf eine Bank gesetzt. Da bin ich stehen geblieben. Mehrmals hatte ich den Eindruck, dass er mich ansprechen wollte, aber schließlich ist er achselzuckend weitergegangen. An der Porte Dauphine hätte ich ihn fast aus den Augen verloren, denn er sprang in ein Taxi, und es war reiner Zufall, dass ich auch gleich eines bekam. An der Place de l'Opéra stieg er aus und lief die Treppe zur Metro hinunter. 5-mal stieg er um, ich immer hinterher. Und da hat er wohl langsam gemerkt, dass er mich so nicht abschütteln würde. Wir gingen wieder hoch. Das war an der Place Clichy. Seither ziehen wir von Bar zu Bar. Ich habe abgewartet, bis wir in ein passendes Lokal mit Telefonkabine kamen, von wo ich ihn im Auge behalten konnte. Als er mich anrufen sah, hat er bitter aufgelacht. Kaum zu glauben, aber seither scheint er auf Sie gewartet zu haben. Ruf mal im Büro an. Lucas und Torrance sollen sich bereithalten und sofort kommen, wenn ich Sie rufe. Ich brauche auch einen Fotografen vom Erkennungsdienst mit einem sehr kleinen Apparat. »Herr Ober?« rief der Unbekannte. »Wie viel schulde ich?« 3,50. »Ich wette, der ist Pole«, raunte Maigret Janvier zu. »Los, gehen wir.« Sie kamen nicht weit. An der Place Blanche betraten sie hinter dem Mann ein kleines Restaurant und setzten sich an den Nebentisch. Es war ein italienisches Lokal. So aßen sie Nudeln. Um 3 Uhr löste Lucas Janvier ab, der sich mit Maigret in einer Brasserie gegenüber der Gare du Nord aufhielt. »Der Fotograf?« fragte Maigret. »Er wartet draußen, um ihn da abzufangen.« Als der Pole dann, nachdem er die Zeitungen gelesen hatte, das Lokal verließ, stürzte tatsächlich ein Inspektor auf ihn zu und machte aus einem Abstand von knapp 1 Meter einen Schnappschuss. Der Mann hielt schnell die Hand vors Gesicht, aber es war schon zu spät. Er warf Maigret einen vorwurfsvollen Blick zu, womit er bewies, dass er genau verstanden hatte. »Mein lieber Mann, du hast jedenfalls gute Gründe, uns von deiner Wohnung fernzuhalten«, sagte der Kommissar vor sich hin. »Aber bitte, wenn das hier ein Geduldsspiel werden soll, ich bin bereit.« Am Abend tanzten ein paar Schneeflocken in der Luft, während der Unbekannte mit den Händen in den Taschen durch die Straßen zog, bis es Zeit zum Schlafen war.
»Soll ich Sie heute Nacht ablösen, Chef?« fragte Lucas. »Nein, kümmere dich lieber um das Foto. Such zuerst in der Kartei, frag dann in Ausländerkreisen. Dieser Knabe hier kennt sich in Paris aus. Der ist nicht erst seit gestern hier. Irgendjemand muss ihn kennen. Sollen wir sein Bild in die Zeitungen setzen?« Maigret hatte nur einen verachtungsvollen Blick für seinen Untergebenen übrig. Hatte denn Lucas, der schon so viele Jahre mit ihm zusammenarbeitete, gar nichts begriffen? Besaß die Polizei auch nur ein Indiz? Nichts, keine einzige Zeugenaussage. Ein Mann wird nachts im Bois de Boulogne umgebracht. Man findet keine Waffe, keine Spuren. Dr. Borms lebte allein. Seine einzige Hausangestellte weiß nicht, wohin er am Vorabend gegangen ist. Tu, was ich dir gesagt habe, los. Um Mitternacht entschließt sich der Mann endlich, ein Hotel zu betreten. Maigret betritt es hinter ihm. Es ist ein zweitklassiges, ja, drittklassiges Hotel. Geben Sie mir ein Zimmer. Füllen Sie bitte den Meldezettel aus. Zögernd, mit vor Kälte steifen Fingern, füllt er ihn aus und misst Maigret mit einem Blick, als wollte er sagen, »Glauben Sie bloß nicht, dass mich das in Verlegenheit bringt. Ich kann ja schreiben, was ich will.« Und tatsächlich hat er den erstbesten Namen eingetragen. Nikolaj Slatkovitsch, wohnhaft in Krakau, in Paris, seit dem Vortag. Das stimmt natürlich nicht. Maigret ruft bei der Kriminalpolizei an. Man durchsucht die Meldezettel der möblierten Zimmer, die Ausländerkarteien, alarmiert die Grenzpolizei. Nirgends ein Nikolaj Slatkovitsch. »Möchten Sie auch ein Zimmer?« fragt der Hotelbesitzer mit schiefem Gesicht, denn er hat den Polizisten gewittert. »Danke, ich werde die Nacht auf der Treppe verbringen.« »Das ist sicherer.« Er setzt sich vor Zimmer 7 auf eine Stufe. Zweimal geht die Tür auf. Der Mann sieht forschend in die Dunkelheit, entdeckt Maigrets Gestalt und legt sich schließlich schlafen. Am Morgen ist sein Bart nachgewachsen, seine Wangen sind stoppelig. Er hat keine frische Wäsche anziehen können. Er hat nicht einmal einen Kamm. Seine Haare sind wirr. Lucas ist gerade angekommen. »Soll ich weitermachen, Chef?« Maigret kann sich nicht entschließen, sich von seinem Unbekannten zu trennen. Er hat beobachtet, wie der sein Zimmer bezahlt hat. Er hat gesehen, wie der Mann blass wurde. Und er ahnt etwas. Und tatsächlich zählt der Mann schon kurz darauf in einer Bar, in der sie sozusagen Seite an Seite Milchkaffee trinken und Hörnchen essen, ganz unverhohlen seine Barschaft. 100-Franc-Schein, 2 20er-Münzen, 1 10er und noch etwas Kleingeld. Seine Lippen verziehen sich zu einer bitteren Grimasse. Nun, damit wird er nicht weit kommen. In den Bois de Boulogne hatte er sich direkt von zu Hause aufgemacht, denn er war frisch rasiert, ohne ein Stäubchen oder Fältchen an der Kleidung. Er hatte wohl damit gerechnet, bald wieder heimzukehren und nicht einmal nachgesehen, wie viel Geld er in der Tasche hatte. Was er in die Seine geworfen hat, waren bestimmt Ausweispapiere, vielleicht auch Visitenkarten, vermutet Maigret. Er will um jeden Preis verhindern, dass man seine Wohnung entdeckt. Und so geht es weiter mit dem Stadtbummel des Verfolgten. Stehen bleiben, vor Schaufenstern, vor Straßenverkäufern, hin und wieder eine Bar, um sich wenigstens mal hinsetzen zu können, vor allem bei der Kälte draußen. Zeitungslektüre in einer Brasserie. 150 Franc. Dafür gibt es kein Mittagessen im Restaurant mehr. Der Mann begnügt sich mit harten Eiern, die er an einem Tresen im Stehen isst und mit einem Bock hinunterspült, während Maigret belegte Brötchen verschlingt. Der Mann bleibt lange zaudernd vor einem Kino stehen. Seine Hand spielt mit dem Geld in der Tasche. Lieber durchhalten. Er geht und geht. Richtig, Maigret ist etwas aufgefallen. Das ermüdende Herumwandern beschränkt sich immer auf die gleiche Stadtgegend. Von der Trinité zur Place Clichy, von der Place Clichy über die Rue Coulincourt zur Barbet, von der Barbet zur Gare du Nord und zur Rue Lafayette. Ob der Mann befürchtet, anderswo erkannt zu werden? Bestimmt hat er sich eine von seiner Wohnung oder seinem Hotel möglichst weit entfernte Gegend ausgesucht, in der er sich gewöhnlich nicht aufhält. Verkehrt er wie viele Ausländer am Montparnasse, in der Panthéon-Gegend? Seine Kleidung lässt auf Mittelschicht schließen. Sie ist bequem, schlicht, gut geschnitten, wahrscheinlich Freiberufler. Ach, einen Ehering trägt er auch. Also verheiratet.
Maigret hat sich wohl oder übel von Torrance ablösen lassen. Er geht auf einen Sprung nach Hause. Madame Maigret ist unzufrieden, weil ihre Schwester aus Orléans gekommen ist, sie extra etwas Gutes gekocht hat und ihr Mann jetzt, nachdem er sich rasiert und umgezogen hat, schon wieder geht und auch noch sagt, wann er zurückkomme, wisse er nicht. Er schaut am Quai des Orfèvres herein. »Hat Lucas etwas für mich hinterlassen?« »Ja, da ist ein Zettel vom Wachtmeister. Er hat das Foto in polnischen und russischen Kreisen herumgezeigt. Der Mann ist unbekannt, auch bei den politischen Gruppierungen. Als letzten Ausweg hat Lucas eine Menge Abzüge von dem berühmten Foto machen lassen. In allen Stadtteilen ziehen Polizisten von Tür zu Tür, von Concierge zu Concierge und halten das Beweisstück Gastwirten und Kellnern unter die Nase.« »Hallo, Kommissar Maigret, ich bin Platzanweiserin im Ciné Actualité am Boulevard de Strasbourg. Da ist ein Herr, Monsieur Torrance, er hat mich gebeten, Sie anzurufen und Ihnen zu sagen, dass er hier ist, aber nicht wagt, aus dem Saal zu gehen.« Oh, »nicht dumm, der Mann. Er hat sich ausgerechnet, dass dies der beste, geheizte Ort war, an dem er billig ein paar Stunden verbringen konnte. Eintritt 2 Francs, und man darf sich mehrere Vorstellungen ansehen.« Zwischen Verfolger und Verfolgtem, zwischen dem Mann, dessen Bart immer länger, dessen Kleider immer zerknitterter werden, und Maigret, der seine Beute keinen Augenblick loslässt, hat sich eine merkwürdige Vertrautheit entwickelt. Es gibt sogar eine komische Gemeinsamkeit. Beide haben einen Schnupfen bekommen. Beide haben eine gerötete Nase und ziehen fast im Takt das Taschentuch heraus. Einmal musste der Mann sogar unwillkürlich lächeln, als Maigret einen Niesanfall hatte. Nachdem er sich die Wochenschau 5 Mal hintereinander angesehen hat, geht er in ein mieses Hotel am Boulevard de la Chapelle und trägt sich wieder mit demselben Namen ein. Und Maigret setzt sich wieder auf die Treppe. Aber da dies ein Stundenhotel ist, wird er alle 10 Minuten von Paaren gestört, die ihn neugierig ansehen, wobei sein Anblick die Frauen nicht gerade beruhigt. Ob der Mann, wenn er am Ende seiner Kraft oder seiner Nerven ist, endlich nach Hause geht? Maigret hat in einer Brasserie, wo der Mann ziemlich lange saß und seinen grauen Mantel abgelegt hatte, nicht gezögert, das Kleidungsstück in die Hand zu nehmen und die Innenseite des Kragens zu betrachten. Der Mantel stammt aus dem Old England am Boulevard des Italiens, Konfektionsware, von der Firma gewiss 10-mal verkauft, aber immerhin ein Hinweis. Ein Modell vom letzten Winter. Also hält sich der Unbekannte seit mindestens 1 Jahr in Paris auf. Und in diesem Jahr muss er doch irgendwo untergekrochen sein. Maigret trinkt jetzt Grocks, um seinen Schnupfen zu bekämpfen. Der andere gibt sein Geld nur noch sparsam aus. Er trinkt Kaffee, nicht einmal mehr mit Schuss, und ernährt sich von harten Eiern und Hörnchen. Aus dem Büro stets die gleiche Nachricht, nichts Neues. Keiner erkennt den Polen auf dem Foto, niemand wird als vermisst gemeldet. Auch über den Toten nichts. Er hatte eine große Praxis, viel Geld verdient, sich nicht um Politik gekümmert, ging viel aus und behandelte als Nervenspezialist vor allem Frauen. Wie lange dauert es, bis bei einem wohlerzogenen, gepflegten, gut gekleideten Mann der Lack abgeht, wenn er auf der Straße sitzt? Auf diese Frage hatte Maigret bisher keine Antwort gefunden. 4 Tage. Jetzt wusste er es. Vor allem der Bart. Am ersten Morgen wirkte der Mann wie ein Anwalt oder ein Arzt, ein Architekt oder Industrieller, bei dem man sich vorstellen konnte, dass er aus einer behaglichen Wohnung kam. Der 4-Tage-Bart hatte ihn so verändert, dass viele Leute, wenn man ihn im Zusammenhang mit dem Fall im Bois de Boulogne so in den Zeitungen abgebildet hätte, gesagt hätten, dem sieht man den Mörder doch an. Kälte und Übermüdung hatten seine Lider gerötet, und sein Gesicht war vom Schnupfen ganz verquollen. Seine Schuhe, die nicht mehr geputzt waren, wirkten unförmig. Sein Mantel hing an ihm herunter, und seine Hose war an den Knien ausgebeult. Sogar der Gang. Er ging nicht mehr wie früher. Er schlich an den Hauswänden entlang. Er senkte den Blick, wenn Passanten ihn ansahen. Und noch etwas. Er wandte den Blick ab, wenn er an einem Restaurant vorbeiging, in dem Gäste an reich gedeckten Tischen saßen. »Noch 20 Francs, mein Lieber«, rechnete sich Maigret aus. »Und dann?
Lucas, Torrance, Janvier wollten ihn ablösen, doch er ließ es nur selten zu. Er sauste an den Quai des Orfèvres, ging zu seinem Chef. »Sie sollten sich mal ausruhen, Maigret.« Maigret war gehässig, reizbar, von den widersprüchlichsten Gefühlen hin und her gerissen. »Soll ich nun den Mörder finden oder nicht?« »Ja, natürlich. Also dann los«, seufzte er mit einem Unterton von Groll in der Stimme. »Bin ja gespannt, wo wir heute Nacht schlafen.« »Nur noch 20 Francs. Oder noch weniger.« Als er bei Torrance eintraf, erklärte ihm dieser, dass der Mann in einer Barecke Rue Montmartre 3 harte Eier gegessen und 2 Kaffee mit Schuss getrunken habe. »Aha, 8 Francs 50, bleiben ihm noch 11 Francs 50.« Er bewunderte ihn. Statt sich zu verstecken, ging der Mann vor ihm her, manchmal sogar neben ihm, so dass er sich beherrschen musste, ihn nicht einfach anzusprechen. »Hey, alter Freund, meinen Sie nicht auch, es wäre an der Zeit, zum Essen zu gehen? Da wartet doch irgendwo eine geheizte Wohnung auf Sie, ein Bett, Pantoffeln, ein Rasierapparat, oder? Und ein gutes Abendessen.« Aber nein, der Mann, der nicht mehr wusste, wohin er noch sollte, trieb sich unter den Bogenlampen der Hallen zwischen den Kohl- und Karottenbergen herum und wich aus, wenn er das Pfeifen des Zuges hörte oder die Lastwagen der Gemüsegärtner vorüberfuhren. »Für ein Zimmer hast du kein Geld mehr.« Das Wetteramt registrierte an jenem Abend 8 Grad unter Null. Der Mann leistete sich heiße Würste, die eine Verkäuferin im vollen Wind briet. Nun würde er die ganze Nacht nach Knoblauch und Fettdunst stinken. Einmal versuchte er, sich in einen Stand zu schleichen und sich in einer Ecke auszustrecken. Ein Polizist, den Maigret nicht schnell genug einweihen konnte, verjagte ihn. Jetzt hinkte er. Die Quais, der Pont des Arts. Er sollte sich nur nicht einfallen lassen, in die Seine zu springen. Ihm auch noch in das schwarze Wasser zu folgen, wo schon Eisschollen trieben, würde Maigret dann doch nicht wagen. Er ging den Treidelquai entlang. Einige Clochards schimpften, die guten Plätze unter den Brücken waren belegt. In einer kleinen Straße bei der Place Maubert sah man durch die Scheiben einer merkwürdigen Kneipe ein paar Alte, die mit dem Kopf auf dem Tisch schliefen. Für 20 Sous, ein Glas Rotwein inbegriffen. Der Mann sah ihn in der Dunkelheit an. Er machte eine gottergebene Geste und stieß die Tür auf. Maigret schlug ein ekelerregender Geruch entgegen. Na, da blieb er lieber draußen. Er winkte einen Polizisten herbei und stellte ihn auf dem Gehsteig auf. Dann rief er Lucas an, der diese Nacht Dienst hatte. »Wir suchen Sie schon eine Stunde, Chef. Wir haben ihn über eine Concierge. Der Kerl heißt Stefan Strewski, Architekt, 34 Jahre alt, geboren in Warschau, seit 3 Jahren in Frankreich. Er arbeitet bei einem Innenarchitekten am Faubourg Saint-Honoré, verheiratet mit einer Ungarin namens Dora, blendende Erscheinung, wohnhaft in Passy, Rue de la Pompe, Miete 12.000 Francs. Keine Politik. Die Concierge hat das Opfer noch nie gesehen. Stefan ist Montag früher los als gewöhnlich. Sie hat sich gewundert, dass er nicht zurückkam, sich aber nicht weiter beunruhigt, da wie viel Uhr ist es? 3:30. Ich bin allein hier, habe Bier bringen lassen, aber es ist sehr kalt. Hör mal, Lucas, mach doch... Ja, ich weiß, für die Morgenausgaben ist es zu spät, dann eben abends. Verstanden? An jenem Morgen haftete den Kleidern des Mannes ein dumpfer Elendsgeruch an. Seine Augen lagen tief in den Höhlen. Der Blick, den er Maigret an dem fahlen Morgen zuwarf, war erschütternd vorwurfsvoll. Hatte man ihn nicht Schritt für Schritt, aber doch schwindelerregend schnell an den Rand des Ruins gebracht? Er schlug seinen Mantelkragen hoch und verließ die Gegend nicht mehr. Als ein Bistro aufmachte, stürzte er hinein und trank hintereinander 4 Schnäpse, wie um den grässlichen Nachgeschmack, den diese Nacht in seiner Kehle und in seinem Innern hinterlassen hatte, hinunterzuspülen. Egal, so hatte er eben nichts mehr. Das Einzige, was ihm noch blieb, war, auf den eisglatten Straßen immer weiterzugehen. Er musste sich wie gerädert fühlen. Er hinkte mit dem linken Bein. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen und sah sich verzweifelt um. Da er kein Café mehr betrat, wo es ein Telefon gegeben hätte, konnte Maigret sich nicht mehr ablösen lassen. Wieder die Quais.
Und diese mechanische Geste, mit der der Mann in den antiquarischen Büchern stöberte und blätterte, sich manchmal der Echtheit eines Stiches oder Holzschnitts vergewisserte. Eisiger Wind fegte über die Seine. Vor den fahrenden Lastkähnen klirrte es im Wasser, weil winzige Eispailletten aneinander stießen. In der Ferne sah Maigret den Quai des Orfèvres, das Fenster seines Büros. Seine Schwägerin war gewiss wieder nach Orléans abgefahren. Hauptsache Lucas. Er wusste noch nicht, dass diese peinigende Ermittlung ein Klassiker würde, den Generationen von Inspektoren immer wieder in allen Einzelheiten repetieren würden. Seltsamerweise beeindruckte ihn nun ein winziges Detail am meisten. Der Mann hatte einen Pickel auf der Stirn, einen Pickel, der genauer betrachtet wohl ein Furunkel war, das sich schon von Rot in Violett verfärbte. Hauptsache Lucas. Um 12 ging der Mann, der sich in seinem Paris entschieden gut auskannte, zur Volksküche, ganz unten am Boulevard Saint-Germain. Er stellte sich in der Reihe der Hungerleider an. Ein Alter sprach ihn an, aber er reagierte nicht. Darauf redete ihn ein anderer mit einem pockennarbigen Gesicht auf Russisch an. Maigret überquerte die Straße, zögerte, betrat dann wohl oder übel ein Bistro, um belegte Brötchen zu essen. Dabei drehte er sich aber halb um, damit ihn der andere nicht durch die Scheibe beim Essen sehen konnte. Die armen Teufel rückten langsam vor, um dann zu viert oder sechst den Raum zu betreten, wo man ihnen einen Teller heiße Suppe vorsetzte. Die Schlange wurde länger. Hin und wieder schob jemand von hinten und einige protestierten. 1 Uhr. Der Junge tauchte ganz am Ende der Straße auf. Er stürmte mit vornüber geneigtem Oberkörper heran. »Kauft l'intrant, l'intrant!« Auch er versuchte schneller zu sein als die anderen. Er sah schon von Weitem, wer ihm eine Zeitung abkaufen würde. Die Schlange der Bettler beachtete er nicht. »Kauft!« Der Mann hob demütig die Hand und machte »Psst!« Die anderen sahen ihn an. Also hatte der noch ein paar Sous, um sich eine Zeitung zu kaufen. Auch Maigret rief den Zeitungsjungen, entfaltete das Blatt und fand zu seiner Erleichterung auf der ersten Seite, was er suchte. Das Foto einer jungen, schönen, lächelnden Frau. Junge Frau vermisst. Seit 4 Tagen wird die junge Polin Dora Strewski vermisst, die nicht mehr in ihre Wohnung in Passy, Rue de la Pompe 17 zurückgekehrt ist. Besonders besorgniserregend ist, dass auch der Ehemann der vermissten Stefan Strewski am Vortag, das heißt Montag, aus seiner Wohnung verschwunden ist und die Concierge, die die Polizei gerufen hat, erklärt, der Mann hatte in der Schlange, die ihn zu einem Teller heißer Suppe führte, nur noch 5 oder 6 Meter zu überwinden, aber er trat jetzt aus der Reihe, überquerte die Straße, wobei er fast von einem Bus erfasst worden wäre, und erreichte den Gehsteig genau an der Stelle, an der Maigret stand. »Verfügen Sie über mich«, sagte er nur. »Führen Sie mich ab, ich werde alle Ihre Fragen beantworten.« Alle warteten im Gang der Kriminalpolizei. Lucas, Janvier, Torrance und auch noch andere, die nichts mit dem Fall zu tun hatten, aber genau im Bild waren. Als Maigret an Lucas vorüberging, bedeutete ihm dieser mit einer Handbewegung: »Geschafft!« Eine Tür geht auf und zu, Bier und belegte Brötchen auf dem Tisch. »Essen Sie erst mal einen Happen.« Unbehagen. Die Bissen wollen nicht hinunter. Dann sagt der Mann endlich, da sie weg ist und irgendwo in Sicherheit. Maigret fühlte sich gedrängt, im Ofen herumzustochen. Als ich den Bericht über den Mord in der Zeitung las, ich hatte Dora schon lange im Verdacht, dass sie mich mit diesem Mann betrügt. Ich wusste auch, dass sie nicht seine einzige Geliebte war. Ich kenne Dora und ihr Temperament, verstehen Sie? Wenn er Schluss machen wollte, war sie zu allem fähig. Sie trug auch immer einen Revolver mit Perlmuttgriff in der Tasche. Als die Zeitungen über die Verhaftung des Mörders und den Lokaltermin schrieben, wollte ich sehen. Maigret hätte am liebsten wie ein englischer Polizist zu ihm gesagt, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alle Ihre Aussagen gegen Sie verwendet werden können.
Er hatte seinen Mantel noch nicht ausgezogen und den Hut noch auf dem Kopf. »Jetzt, da sie in Sicherheit ist, denn ich nehme an...« Er sah sich ängstlich um. Ein Verdacht stieg in ihm auf. »Sie hat wohl verstanden, als ich nicht nach Hause zurückkam. Ich wusste ja, dass das so ausgehen würde. Borms war nicht der Richtige für sie. Sie hätte es nie ertragen, dass er nur einfach mit ihr spielt. Und dann wäre sie zu mir zurückgekommen. Sonntagabend ist sie allein weggegangen, was in letzter Zeit öfters vorkam. Sie hat ihn wohl getötet als...« Maigret schneuzte sich. Er schneuzte sich lange. Ein Strahl jener grellen Wintersonne, die bei großer Kälte scheint, drang durch die Fensterscheibe. Der Pickel, das Furunkel, glänzte auf der Stirn des Mannes. Maigret nannte ihn noch immer so. »Jawohl. Ihre Frau hat ihn getötet, als sie merkte, dass er sich nichts mehr aus ihr machte, und sie haben verstanden, dass sie getötet hatte, und sie wollten nicht...« Er trat plötzlich auf den Polen zu. »Tut mir leid, mein Lieber«, murmelte er, als habe er einen alten Kameraden vor sich. »Ich musste doch die Wahrheit aufdecken, nicht? Es war meine Pflicht.« Er machte die Tür auf. »Führen Sie Madame Dora Strewski herein. Lücker, mach du weiter, ich...« 2 Tage lang ließ er sich am Quai des Orfèvres nicht blicken. Sein Chef rief ihn zu Hause an. »Maigret, wissen Sie schon, dass sie alles gestanden hat? Und übrigens, was macht Ihr Schnupfen? Ich habe gehört...« »Nicht schlimm, Chef. Schon fast vorbei in 24 Stunden. Und er?« »Wer? Er?« »Er. Ach so, verstehe. Er hat sich den besten Anwalt von Paris genommen. Er hofft... Naja, Sie wissen schon, Verbrechen aus Leidenschaft.« Maigret legte sich wieder ins Bett und benebelte sich mit großen Mengen Grog und Aspirin. Wenn ihn später jemand auf die Untersuchung ansprach, brummte er nur, welche Untersuchung? Und zwar in einem Ton, dass es jedem verging, weiterzufragen. Der Mann besuchte ihn 1 bis 2 Mal in der Woche und hielt ihn über die Hoffnungen des Anwalts auf dem Laufenden. Zum Freispruch reichte es nicht ganz, 1 Jahr mit Bewährung. Und von dem Mann hat Maigret dann auch noch Schachspielen gelernt. Er winkte einen Polizisten herbei und stellte ihn auf dem Gehsteig auf. Dann rief er Lucas an, der diese Nacht Dienst hatte. »Wir suchen Sie schon 1 Stunde, Chef. Wir haben ihn über eine Concierge. Der Kerl heißt Stefan Strewski, Architekt, 34 Jahre alt, geboren in Warschau, seit 3 Jahren in Frankreich. Er arbeitet bei einem Innenarchitekten am Faubourg Saint-Honoré, verheiratet mit einer Ungarin namens Dora, blendende Erscheinung, wohnhaft in Passy, Rue de la Pompe, Miete 12.000 Francs. Keine Politik. Die Concierge hat das Opfer noch nie gesehen. Stefan ist Montag früher los als gewöhnlich. Sie hat sich gewundert, dass er nicht zurückkam, sich aber nicht weiter beunruhigt, da... Wie viel Uhr ist es? 3:30. Ich bin allein hier, habe Bier bringen lassen, aber es ist sehr kalt. Hör mal, Lyka, mach doch... Ja, ich weiß, für die Morgenausgaben ist es zu spät. Dann eben abends. Verstanden? An jenem Morgen haftete den Kleidern des Mannes ein dumpfer Elendsgeruch an. Seine Augen lagen tief in den Höhlen. Der Blick, den er Maigret an dem fahlen Morgen zuwarf, war erschütternd vorwurfsvoll. Hatte man ihn nicht Schritt für Schritt, aber doch schwindelerregend schnell an den Rand des Ruins gebracht? Er schlug seinen Mantelkragen hoch und verließ die Gegend nicht mehr. Als ein Bistro aufmachte, stürzte er hinein und trank hintereinander 4 Schnäpse, wie um den grässlichen Nachgeschmack, den diese Nacht in seiner Kehle und in seinem Innern hinterlassen hatte, hinunterzuspülen. Egal, so hatte er eben nichts mehr. Das Einzige, was ihm noch blieb, war, auf den eisglatten Straßen immer weiterzugehen. Er musste sich wie gerädert fühlen. Er hinkte mit dem linken Bein. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen und sah sich verzweifelt um. Da er kein Café mehr betrat, wo es ein Telefon gegeben hätte, konnte Maigret sich nicht mehr ablösen lassen. Wieder die Käse.
Und diese mechanische Geste, mit der der Mann in den antiquarischen Büchern stöberte und blätterte, sich manchmal der Echtheit eines Stiches oder Holzschnitts vergewisserte. Eisiger Wind fegte über die Seine. Vor den fahrenden Lastkähnen klirrte es im Wasser, weil winzige Eispailletten aneinander stießen. In der Ferne sah Maigret den Quai des Orfèvres, das Fenster seines Büros. Seine Schwägerin war gewiss wieder nach Orléans abgefahren. Hauptsache Lucas. Er wusste noch nicht, dass diese peinigende Ermittlung ein Klassiker würde, den Generationen von Inspektoren immer wieder in allen Einzelheiten repetieren würden. Seltsamerweise beeindruckte ihn nun ein winziges Detail am meisten. Der gut aussehende, sehr elegante Borms galt als Lebemann. Knapp 48 Stunden nach dem Mord hat die Kriminalpolizei eine Verhaftung vorgenommen. Der Lokaltermin ist für morgen früh zwischen 7 und 8 Uhr angesetzt. Am Quai des Orfèvres zitierte man diesen Fall später gern als besonders typisch für Maigrets Vorgehen. Aber wenn man ihn darauf ansprach, hatte er so eine merkwürdige Art, brummend den Kopf abzuwenden. Also los. Alles war bereit. Fast keine Gaffer, wie vorgesehen. Schließlich hatte er nicht umsonst die frühe Morgenstunde anberaumt. Unter den 10, 15 Leuten, die hier herumstanden, waren auch ein paar Inspektoren, die ihre unschuldigste Miene aufgesetzt hatten. Einer von ihnen, Torrance, verkleidete sich fürs Leben gern und war als Milchmann gekommen. Sein Chef quittierte es mit einem Achselzucken. Hauptsache, Tillouis übertrieb nicht. Ein alter Kunde, der am Vortag wegen Taschendiebstahls in der Metro festgenommen worden war. »Du könntest uns morgen früh einen kleinen Dienst erweisen, dann wollen wir sehen, dass du diesmal etwas billiger davon kommst.« Man hatte ihn aus der Zelle geholt. »Also los«, brummte Maigret. »Als du Schritte hörtest, warst du an dieser Ecke hier versteckt, oder?« »Genau«, Herr Kommissar, ich hatte einen Mordshunger, verstehen Sie, völlig abgebrannt. Da habe ich mir gesagt, ein Kerl, der so rausgeputzt herumläuft, hat bestimmt eine volle Brieftasche. Geld oder Leben, habe ich ihm ins Ohr geflüstert. Und ich schwöre Ihnen, es war nicht meine Schuld, dass der Schuss losging. Ich glaube, ich bin einfach wegen der Kälte mit dem Finger an den Abzug geraten. 11 Uhr früh. Maigret wanderte in seinem Büro am Quai des Orfèvres auf und ab, rauchte eine Pfeife nach der anderen und fingerte dauernd am Telefon herum. »Hallo? Sind Sie's, Chef? Lucas hier. Ich bin dem Alten nach, der sich so für den Lokaltermin zu interessieren schien. Aber da ist nichts. Das ist ein Spinner, der jeden Morgen im Bois seine Runden dreht. Ja, gut, dann komm zurück.« 11:15. »Hallo, Chef? Torrance. Ich bin dem jungen Mann gefolgt, auf den Sie mich durch ein Zwinkern aufmerksam gemacht haben. Der nimmt an jedem Detektivwettbewerb teil. Verkäufer in einem Geschäft an den Champs-Élysées. Soll ich zurückkommen?« Erst 11:55, dann ein Anruf von Janvier. »Ganz schnell, Chef. Ich habe Angst, dass mir der Vogel wegfliegt. Ich beobachte ihn durch die Scheibe der Telefonkabine, bin in der Bar Nain-Jaune am Boulevard Roche-Couard. Ja, er hat mich bemerkt. Ein ruhiges Gewissen hat er nicht. Als er über die Seine ging, hat er was in den Fluss geworfen. X-mal hat er versucht, mich abzuhängen. Soll ich auf Sie warten?« Und so begann, quer durch Paris, an eiligen, ahnungslosen Passanten vorüber, von Bar zu Bar, von Kneipe zu Kneipe, eine Verfolgung an bestimmt Ausweispapiere, vielleicht auch Visitenkarten, vermutet Maigret. Er will um jeden Preis verhindern, dass man seine Wohnung entdeckt. Und so geht es weiter mit dem Stadtbummel des Verfolgten. Stehen bleiben, vor Schaufenstern, vor Straßenverkäufern, hin und wieder eine Bar, um sich wenigstens mal hinsetzen zu können, vor allem bei der Kälte draußen. Zeitungslektüre in einer Brasserie. 150 Francs. Dafür gibt es kein Mittagessen im Restaurant mehr. Der Mann begnügt sich mit harten Eiern, die er an einem Tresen im Stehen isst und mit einem Bock hinunterspült, während Maigret belegte Brötchen verschlingt. Der Mann bleibt lange zaudernd vor einem Kino stehen. Seine Hand spielt mit dem Geld in der Tasche. Lieber durchhalten. Er geht und geht. Richtig. Maigret ist etwas aufgefallen. Das ermüdende Herumwandern beschränkt sich immer auf die gleiche Stadtgegend. Von der Trinité zur Place Clichy. Von der Place Clichy über die Rue Coulincourt zur Barbet. Von der Barbet zur Gare du Nord und zur Rue Lafayette.
Ob der Mann befürchtet, anderswo erkannt zu werden? Bestimmt hat er sich eine von seiner Wohnung oder seinem Hotel möglichst weit entfernte Gegend ausgesucht, in der er sich gewöhnlich nicht aufhält. Verkehrt er wie viele Ausländer am Montparnasse, in der Panthéon-Gegend? Seine Kleidung lässt auf Mittelschicht schließen. Sie ist bequem, schlicht, gut geschnitten, wahrscheinlich Freiberufler. Ach, einen Ehering trägt er auch, also verheiratet. Maigret hat sich wohl oder übel von Torrance ablösen lassen. Er geht auf einen Sprung nach Hause. Madame Maigret ist unzufrieden, weil ihre Schwester aus Orléans gekommen ist, sie extra etwas Gutes gekocht hat und ihr Mann jetzt, nachdem er sich rasiert und umgezogen hat, schon wieder geht und auch noch sagt, wann er zurückkomme, wisse er nicht. Er schaut am Quai des Orfèvres herein. »Hat Lucas etwas für mich hinterlassen?« »Ja, da ist ein Zettel vom Wachtmeister. Er hat das Foto in polnischen und russischen Kreisen herumgezeigt. Der Mann ist unbekannt, auch bei den politischen Gruppierungen. Als letzten Ausweg hat Lucas eine Menge Abzüge von dem berühmten Foto machen lassen. In allen Stadtteilen ziehen Polizisten von Tür zu Tür, von Concierge zu Concierge und halten das Beweisstück Gastwirten und Kellnern unter die Nase.« »Hallo, Kommissar Maigret, ich bin Platzanweiserin im Ciné Actualité am Boulevard de Strasbourg.« »Da ist ein Herr, Monsieur Torrance. Er hat mich gebeten, Sie anzurufen und Ihnen zu sagen, dass er hier ist, aber nicht wagt, aus dem Saal zu gehen.« Oh, »nicht dumm, der Mann. Er hat sich ausgerechnet, dass dies der beste geheizte Ort war, an dem er billig ein paar Stunden verbringen konnte. Eintritt 2 Francs. Und man darf sich mehrere Vorstellungen ansehen. Schreiben, was ich will.« Und tatsächlich hat er den erstbesten Namen eingetragen. Nikola Slatkowitsch, wohnhaft in Krakau, in Paris, seit dem Vortag. Das stimmt natürlich nicht. Maigret ruft bei der Kriminalpolizei an. Man durchsucht die Meldezettel der möblierten Zimmer, die Ausländerkarteien, alarmiert die Grenzpolizei. Nirgends ein Nikola Slatkowitsch. »Möchten Sie auch ein Zimmer?« fragt der Hotelbesitzer mit schiefem Gesicht, denn er hat den Polizisten gewittert. »Danke, ich werde die Nacht auf der Treppe verbringen.« »Das ist sicherer.« Er setzt sich vor Zimmer 7 auf eine Stufe. 2-mal geht die Tür auf. Der Mann sieht forschend in die Dunkelheit, entdeckt Maigrets Gestalt und legt sich schließlich schlafen. Am Morgen ist sein Bart nachgewachsen, seine Wangen sind stoppelig. Er hat keine frische Wäsche anziehen können. Er hat nicht einmal einen Kamm. Seine Haare sind wirr. Lucas ist gerade angekommen. Soll ich weitermachen, Chef? Maigret kann sich nicht entschließen, sich von seinem Unbekannten zu trennen. Er hat beobachtet, wie der sein Zimmer bezahlt hat. Er hat gesehen, wie der Mann blass wurde. Und er ahnt etwas. Und tatsächlich zählt der Mann schon kurz darauf in einer Bar, in der sie sozusagen Seite an Seite Milchkaffee trinken und Hörnchen essen, ganz unverhohlen seine Barschaft. 100-Franc-Schein, 2 20er-Münzen, 1 Zehner und noch etwas Kleingeld. Seine Lippen verziehen sich zu einer bitteren Grimasse. Nun, damit wird er nicht weit kommen. In den Bois de Boulogne hatte er sich direkt von zu Hause aufgemacht, denn er war frisch rasiert, ohne ein Stäubchen oder Fältchen an der Kleidung. Er hatte wohl damit gerechnet, bald wieder heimzukehren und nicht einmal nachgesehen, wie viel Geld er in der Tasche hatte. Was er in die Seine geworfen hat, waren bestimmt Ausweispapiere, vielleicht auch Visitenkarten, vermutet Maigret. Er will um jeden Preis verhindern, dass man seine Wohnung entdeckt. Und so geht es weiter mit dem Stadtbummel des Verfolgten. Stehen bleiben, vor Schaufenstern, vor Straßenverkäufern, hin und wieder eine Bar, um sich wenigstens mal hinsetzen zu können, vor allem bei der Kälte draußen. Zeitungslektüre in einer Brasserie. 150 Francs. Dafür gibt es kein Mittagessen im Restaurant mehr. Der Mann begnügt sich mit harten Eiern, die er an einem Tresen im Stehen isst und mit einem Bock hinunterspült, während Maigret belegte Brötchen verschlingt. Der Mann bleibt lange zaudernd vor einem Kino stehen. Seine Hand spielt mit dem Geld in der Tasche. Lieber durchhalten. Er geht und geht. Richtig. Maigret ist etwas aufgefallen. Das ermüdende Herumwandern beschränkt sich immer auf die gleiche Stadtgegend. Von der Trinité zur Place Clichy. Von der Place Clichy über die Rue Coulon. Keine Gaffer, wie vorgesehen. Schließlich hatte er nicht umsonst die frühe Morgenstunde anberaumt.
Unter den 10, 15 Leuten, die hier herumstanden, waren auch ein paar Inspektoren, die ihre unschuldigste Miene aufgesetzt hatten. Einer von ihnen, Torrance, verkleidete sich fürs Leben gern und war als Milchmann gekommen. Sein Chef quittierte es mit einem Achselzucken. Hauptsache, Tilly übertrieb nicht. Ein alter Kunde, der am Vortag wegen Taschendiebstahls in der Metro festgenommen worden war. »Du könntest uns morgen früh einen kleinen Dienst erweisen, dann wollen wir sehen, dass du diesmal etwas billiger davon kommst.« Man hatte ihn aus der Zelle geholt. »Also los«, brummte Maigret. »Als du Schritte hörtest, warst du an dieser Ecke hier versteckt, oder?« »Genau, Herr Kommissar. Ich hatte einen Mordshunger, verstehen Sie, völlig abgebrannt. Da habe ich mir gesagt, ein Kerl, der so rausgeputzt herumläuft, hat bestimmt eine volle Brieftasche. Geld oder Leben, habe ich ihm ins Ohr geflüstert. Und ich schwöre Ihnen, es war nicht meine Schuld, dass der Schuss losging. Ich glaube, ich bin einfach wegen der Kälte mit dem Finger an den Abzug geraten.« 11 Uhr früh. Maigret wanderte in seinem Büro am Quai des Orfèvres auf und ab, rauchte eine Pfeife nach der anderen und fingerte dauernd am Telefon herum. »Hallo? Sind Sie's, Chef? Lucas hier. Ich bin dem Alten nach, der sich so für den Lokaltermin zu interessieren schien. Aber da ist nichts. Das ist ein Spinner, der jeden Morgen im Bois seine Runden dreht. Ja, gut, dann komm zurück.« 11:15. »Hallo, Chef? Torrance. Ich bin dem jungen Mann gefolgt, auf den Sie mich durch ein Zwinkern aufmerksam gemacht haben. Der nimmt an jedem Detektivwettbewerb teil. Verkäufer in einem Geschäft an den Champs-Élysées. Soll ich zurückkommen?« Erst 11:55, dann ein Anruf von Jean Villiers. »Ganz schnell, Chef. Ich habe Angst, dass mir der Vogel wegfliegt. Ich beobachte ihn durch die Scheibe der Telefonkabine, bin in der Bar Nain-Jaune am Boulevard Roche-Couard. Ja, er hat mich bemerkt. Ein ruhiges Gewissen hat er nicht. Als er über die Seine ging, hat er was in den Fluss geworfen. X-mal hat er versucht, mich abzuhängen. Soll ich auf Sie warten?« Und so begann, quer durch Paris, an eiligen, ahnungslosen Passanten vorüber, von Bar zu Bar, von Kneipe zu Kneipe, eine Verfolgungsjagd, die 5 Tage und 5 Nächte dauern sollte. Ein einzelner Mann auf der einen Seite, Maigret mit seinen Inspektoren auf der anderen. Sie lösten sich ab, waren aber am Ende genauso erschöpft wie der, den sie verfolgten. Gerade recht zum Aperitif stieg Maigret vor dem Nain-Jaune aus dem Taxi und traf Janvier am Tresen an. Er tat gar nicht erst harmlos, im Gegenteil. »Welcher ist es?« Der Inspektor wies mit einer Kinnbewegung auf einen Mann, der in einer Ecke an einem kleinen Tisch. »Bloß nicht, dass mich das in Verlegenheit bringt. Ich kann ja schreiben, was ich will.« Und tatsächlich hat er den erstbesten Namen eingetragen. Nikolaj Slatkovitsch, wohnhaft in Krakau, in Paris, seit dem Vortag. Das stimmt natürlich nicht. Maigret ruft bei der Kriminalpolizei an. Man durchsucht die Meldezettel der möblierten Zimmer, die Ausländerkarteien, alarmiert die Grenzpolizei. Nirgends ein Nikolaj Slatkovitsch. »Möchten Sie auch ein Zimmer?« fragt der Hotelbesitzer mit schiefem Gesicht, denn er hat den Polizisten gewittert. »Danke, ich werde die Nacht auf der Treppe verbringen.« »Das ist sicherer.« Er setzt sich vor Zimmer 7 auf eine Stufe. 2-mal geht die Tür auf. Der Mann sieht forschend in die Dunkelheit, entdeckt Maigrets Gestalt und legt sich schließlich schlafen. Am Morgen ist sein Bart nachgewachsen, seine Wangen sind stoppelig. Er hat keine frische Wäsche anziehen können. Er hat nicht einmal einen Kamm. Seine Haare sind wirr. Lucas ist gerade angekommen. »Soll ich weitermachen, Chef?« Maigret kann sich nicht entschließen, sich von seinem Unbekannten zu trennen. Er hat beobachtet, wie der sein Zimmer bezahlt hat. Er hat gesehen, wie der Mann blass wurde. Und er ahnt etwas. Und tatsächlich zählt der Mann schon kurz darauf in einer Bar, in der sie sozusagen Seite an Seite Milchkaffee trinken und Hörnchen essen, ganz unverhohlen seine Barschaft. 100-Franc-Schein, 2 20er-Münzen, 1 Zehner und noch etwas Kleingeld. Seine Lippen verziehen sich zu einer bitteren Grimasse. Nun, damit wird er nicht weit kommen. In den Bois de Boulogne hatte er sich direkt von zu Hause aufgemacht, denn er war frisch rasiert, ohne ein Stäubchen oder Fältchen an der Kleidung. Er hatte wohl damit gerechnet, bald wieder heimzukehren und nicht einmal nachgesehen, wie viel Geld er in der Tasche hatte. Was er in die Seine geworfen hat, waren bestimmt Ausweispapiere, vielleicht auch Visitenkarten, vermutet Maigret.
Er will um jeden Preis verhindern, dass man seine Wohnung entdeckt. Und so geht es weiter mit dem Stadtbummel des Verfolgten. Stehen bleiben, vor Schaufenstern, vor Straßenverkäufern, hin und wieder eine Bar, um sich wenigstens mal hinsetzen zu können, vor allem bei der Kälte draußen. Zeitungslektüre in einer Brasserie. 150 Franc. Dafür gibt es kein Mittagessen im Restaurant mehr. Der Mann begnügt sich mit harten Eiern, die er an einem Tresen im Stehen isst und mit einem Bock hinunterspült, während Maigret belegte Brötchen verschlingt. Der Mann bleibt lange zaudernd vor einem Kino stehen. Seine Hand spielt mit dem Geld in der Tasche. Lieber durchhalten. Er geht und geht. Richtig. Maigret ist etwas aufgefallen. Das ermüdende Herumwandern beschränkt sich immer auf die gleiche Stadtgegend. Von der Trinisten Parkweg ein und drehte sich wieder um. Er hat mich erkannt und sich trotz der Kälte auf eine Bank gesetzt. Da bin ich stehen geblieben. Mehrmals hatte ich den Eindruck, dass er mich ansprechen wollte, aber schließlich ist er achselzuckend weitergegangen. An der Porte Dauphine hätte ich ihn fast aus den Augen verloren, denn er sprang in ein Taxi, und es war reiner Zufall, dass ich auch gleich eines bekam. An der Place de l'Opéra stieg er aus und lief die Treppe zur Metro hinunter. Fünfmal stieg er um, ich immer hinterher. Und da hat er wohl langsam gemerkt, dass er mich so nicht abschütteln würde. Wir gingen wieder hoch. Das war an der Place Clichy. Seither ziehen wir von Bar zu Bar. Ich habe abgewartet, bis wir in ein passendes Lokal mit Telefonkabine kamen, von wo ich ihn im Auge behalten konnte. Als er mich anrufen sah, hat er bitter aufgelacht. Kaum zu glauben, aber seither scheint er auf sie gewartet zu haben. »Ruf mal im Büro an. Lucas und Torrance sollen sich bereithalten und sofort kommen, wenn ich sie rufe. Ich brauche auch einen Fotografen vom Erkennungsdienst mit einem sehr kleinen Apparat.« »Herr Ober?« rief der Unbekannte. »Wie viel schulde ich?« 3,50. »Ich wette, der ist Pole«, raunte Maigret Janvier zu. »Los, gehen wir.« Sie kamen nicht weit. An der Place Blanche betraten sie hinter dem Mann ein kleines Restaurant und setzten sich an den Nebentisch. Es war ein italienisches Lokal. So aßen sie Nudeln. Um 3 Uhr löste Lucas Janvier ab, der sich mit Maigret in einer Brasserie gegenüber der Gare du Nord aufhielt. »Der Fotograf?« fragte Maigret. »Er wartet draußen, um ihn da abzufangen.« Als der Pole dann, nachdem er die Zeitungen gelesen hatte, das Lokal verließ, stürzte tatsächlich ein Inspektor auf ihn zu und machte aus einem Abstand von knapp 1 Meter einen Schnappschuss. Der Mann hielt schnell die Hand vors Gesicht, aber es war schon zu spät. Er warf Maigret einen vorwurfsvollen Blick zu, womit er bewies, dass er genau verstanden hatte. »Mein lieber Mann, du hast jedenfalls gute Gründe, uns von deiner Wohnung fernzuhalten«, sagte der Kommissar vor sich hin. »Aber bitte, wenn das hier ein Geduldsspiel werden soll, ich bin bereit.« Am Abend tanzten ein paar Schneeflocken in der Luft, während der Unbekannte mit den Händen in den Taschen durch die Straßen zog, bis es Zeit zum Schlafen war. »Soll ich Sie heute Nacht ablösen, Chef?« fragte Lucas. »Nein, kümmere dich lieber um das Foto. Such zuerst in der Kartei, frag dann in Ausländerkreisen. Dieser Knabe hier kennt sich in Paris aus. Der ist nicht erst seit gestern hier. Irgendjemand muss ihn kennen. Sollen wir sein Bild in die Zeitungen setzen?« Maigret hatte nur einen verachtungsvollen Blick für seinen Untergebenen übrig. Hatte denn Lucas, der schon so viele Jahre mit ihm zusammenarbeitete, gar nichts begriffen? Besaß die Polizei ihren Würden? Seltsamerweise beeindruckte ihn nun ein winziges Detail am meisten. Der Mann hatte einen Pickel auf der Stirn, einen Pickel, der genauer betrachtet wohl ein Furunkel war, das sich schon von Rot in Violett verfärbte. Hauptsache Lucas. Um 12 ging der Mann, der sich in seinem Paris entschieden gut auskannte, zur Volksküche, ganz unten am Boulevard Saint-Germain. Er stellte sich in der Reihe der Hungerleider an. Ein Alter sprach ihn an, aber er reagierte nicht. Darauf redete ihn ein anderer mit einem pockennarbigen Gesicht auf Russisch an. Maigret überquerte die Straße, zögerte, betrat dann wohl oder übel ein Bistro, um belegte Brötchen zu essen. Dabei drehte er sich aber halb um, damit ihn der andere nicht durch die Scheibe beim Essen sehen konnte. Die armen Teufel rückten langsam vor, um dann zu viert oder sechst den Raum zu betreten, wo man ihnen einen Teller heiße Suppe vorsetzte. Die Schlange wurde länger.
Hin und wieder schob jemand von hinten und einige protestierten. 1 Uhr. Der Junge tauchte ganz am Ende der Straße auf. Er stürmte mit vornüber geneigtem Oberkörper heran. »Kauft l'intrant, l'intrant!« Auch er versuchte schneller zu sein als die anderen. Er sah schon von Weitem, wer ihm eine Zeitung abkaufen würde. Die Schlange der Bettler beachtete er nicht. »Kauft!« Der Mann hob demütig die Hand und machte »Psst!« Die anderen sahen ihn an. Also hatte der noch ein paar Sous, um sich eine Zeitung zu kaufen. Auch Maigret rief den Zeitungsjungen, entfaltete das Blatt und fand zu seiner Erleichterung auf der ersten Seite, was er suchte. Das Foto einer jungen, schönen, lächelnden Frau. »Junge Frau vermisst. Seit 4 Tagen wird die junge Polin Dora Strewski vermisst, die nicht mehr in ihre Wohnung in Passy, Rue de la Pompe 17 zurückgekehrt ist. Besonders besorgniserregend ist, dass auch der Ehemann der vermissten Stefan Strewski am Vortag, das heißt Montag, aus seiner Wohnung verschwunden ist und die Concierge, die die Polizei gerufen hat, erklärt... Der Mann hatte in der Schlange, die ihn zu einem Teller heißer Suppe führte, nur noch 5 oder 6 Meter zu überwinden, aber er trat jetzt aus der Reihe, überquerte die Straße, wobei er fast von einem Bus erfasst worden wäre, und erreichte den Gehsteig genau an der Stelle, an der Maigret stand. »Verfügen Sie über mich«, sagte er nur. »Führen Sie mich ab, ich werde alle Ihre Fragen beantworten.« Alle warteten im Gang der Kriminalpolizei. Lucas, Janvier, Torrance und auch noch andere, die nichts mit dem Fall zu tun, ein Klassiker würde, den Generationen von Inspektoren immer wieder in allen Einzelheiten repetieren würden. Seltsamerweise beeindruckte ihn nun ein winziges Detail am meisten. Der gut aussehende, sehr elegante Borms galt als Lebemann. Knapp 48 Stunden nach dem Mord hat die Kriminalpolizei eine Verhaftung vorgenommen. Der Lokaltermin ist für morgen früh zwischen 7 und 8 Uhr angesetzt. Am Quai des Orfèvres zitierte man diesen Fall später gern als besonders typisch für Maigrets Vorgehen. Aber wenn man ihn darauf ansprach, hatte er so eine merkwürdige Art, brummend den Kopf abzuwenden. Also los! Alles war bereit, fast keine Gaffer, wie vorgesehen. Schließlich hatte er nicht umsonst die frühe Morgenstunde anberaumt. Unter den 10, 15 Leuten, die hier herumstanden, waren auch ein paar Inspektoren, die ihre unschuldigste Miene aufgesetzt hatten. Einer von ihnen, Torrance, verkleidete sich fürs Leben gern und war als Milchmann gekommen. Sein Chef quittierte es mit einem Achselzucken. Hauptsache, Thilouis übertrieb nicht. Ein alter Kunde, der am Vortag wegen Taschendiebstahls in der Metro festgenommen worden war. »Du könntest uns morgen früh einen kleinen Dienst erweisen, dann wollen wir sehen, dass du diesmal etwas billiger davon kommst.« Man hatte ihn aus der Zelle geholt. »Also los«, brummte Maigret. »Als du Schritte hörtest, warst du an dieser Ecke hier versteckt, oder?« »Genau«, Herr Kommissar, ich hatte einen Mordshunger, verstehen Sie, völlig abgebrannt. Da habe ich mir gesagt, ein Kerl, der so rausgeputzt herumläuft, hat bestimmt eine volle Brieftasche. Geld oder Leben, habe ich ihm ins Ohr geflüstert. Und ich schwöre Ihnen, es war nicht meine Schuld, dass der Schuss losging. Ich glaube, ich bin einfach wegen der Kälte mit dem Finger an den Abzug geraten. 11 Uhr früh. Maigret wanderte in seinem Büro am Quai des Orfèvres auf und ab, rauchte eine Pfeife nach der anderen und fingerte dauernd am Telefon herum. »Hallo, sind Sie's, Chef? Lucas hier. Ich bin dem Alten nach, der sich so für den Lokaltermin zu interessieren schien, aber da ist nichts. Das ist ein Spinner, der jeden Morgen im Bois seine Runden dreht. Ja gut, dann komm zurück.« 11:15. »Hallo, Chef. Torrance. Ich bin dem jungen Mann gefolgt, auf den Sie mich durch ein Zwinkern aufmerksam gemacht haben. Der nimmt an jedem Detektivwettbewerb teil. Verkäufer in einem Geschäft an den Champs-Élysées. Soll ich zurückkommen?« Erst 11:55, dann ein Anruf von Janvier. »Ganz schnell, Chef. Ich habe Angst, dass mir der Vogel wegfliegt. Ich beobachte ihn durch die Scheibe der Telefonkabine, bin in der Bar Nain Jaune am Boulevard Roche-Couard. Ja,
Er hat mich beneidet. Ein ruhiges Gewissen hat er nicht. Als er über die Seine ging, hat er was in den Fluss geworfen. Xel des Verfolgten. Stehen bleiben, vor Schaufenstern, vor Straßenverkäufern, hin und wieder eine Bar, um sich wenigstens mal hinsetzen zu können, vor allem bei der Kälte draußen. Zeitungslektüre in einer Brasserie. 150 Francs. Dafür gibt es kein Mittagessen im Restaurant mehr. Der Mann begnügt sich mit harten Eiern, die er an einem Tresen im Stehen isst und mit einem Bock hinunterspült, während Maigret belegte Brötchen verschlingt. Der Mann bleibt lange zaudernd vor einem Kino stehen. Seine Hand spielt mit dem Geld in der Tasche. Lieber durchhalten. Er geht und geht. Richtig. Maigret ist etwas aufgefallen. Das ermüdende Herumwandern beschränkt sich immer auf die gleiche Stadtgegend. Von der Trinité zur Place Clichy, von der Place Clichy über die Rue Coulincourt zur Barbet, von der Barbet zur Gare du Nord und zur Rue Lafayette. Ob der Mann befürchtet, anderswo erkannt zu werden? Bestimmt hat er sich eine von seiner Wohnung oder seinem Hotel möglichst weit entfernte Gegend ausgesucht, in der er sich gewöhnlich nicht aufhält. Verkehrt er wie viele Ausländer am Montparnasse, in der Panthéon-Gegend? Seine Kleidung lässt auf Mittelschicht schließen. Sie ist bequem, schlicht, gut geschnitten, wahrscheinlich Freiberufler. Ach, einen Ehering trägt er auch, also verheiratet. Maigret hat sich wohl oder übel von Torrance ablösen lassen. Er geht auf einen Sprung nach Hause. Madame Maigret ist unzufrieden, weil ihre Schwester aus Orléans gekommen ist, sie extra etwas Gutes gekocht hat und ihr Mann jetzt, nachdem er sich rasiert und umgezogen hat, schon wieder geht und auch noch sagt, wann er zurückkomme, wisse er nicht. Er schaut am Quai des Orfèvres herein. »Hat Lucas etwas für mich hinterlassen?« »Ja, da ist ein Zettel vom Wachtmeister. Er hat das Foto in polnischen und russischen Kreisen herumgezeigt. Der Mann ist unbekannt, auch bei den politischen Gruppierungen.« Als letzten Ausweg hat Lucas eine Menge Abzüge von dem berühmten Foto machen lassen. In allen Stadtteilen ziehen Polizisten von Tür zu Tür, von Concierge zu Concierge und halten das Beweisstück Gastwirten und Kellnern unter die Nase. »Hallo, Kommissar Maigret, ich bin Platzanweiserin im Ciné Actualité am Boulevard de Strasbourg. Da ist ein Herr, Monsieur Torrance, er hat mich gebeten, Sie anzurufen und Ihnen zu sagen, dass er hier ist, aber nicht wagt, aus dem Saal zu gehen.« Oh, nicht dumm, der Mann. Er hat sich ausgerechnet, dass dies der beste, geheizte Ort war, an dem er billig ein paar Stunden verbringen konnte. Eintritt 2 Francs. Und man darf sich mehrere Vorstellungen ansehen. Zwischen Verfolger und Verfolgtem, zwischen dem Mann, dessen Bart immer länger, dessen Kleider immer zerknitterter werden, und Maigret, der seine Beute keinen Augenblick loslässt, zu betreten, wo man ihnen einen Teller heiße Suppe vorsetzte. Die Schlange wurde länger. Hin und wieder schob jemand von hinten und einige protestierten. 1 Uhr. Der Junge tauchte ganz am Ende der Straße auf. Er stürmte mit vornüber geneigtem Oberkörper heran. »Kauft l'intrant, l'intrant!« Auch er versuchte schneller zu sein als die anderen. Er sah schon von Weitem, wer ihm eine Zeitung abkaufen würde. Die Schlange der Bettler beachtete er nicht. »Kauft!« Der Mann hob demütig die Hand und machte »Psst!« Die anderen sahen ihn an. Also hatte der noch ein paar Sous, um sich eine Zeitung zu kaufen. Auch Maigret rief den Zeitungsjungen, entfaltete das Blatt und fand zu seiner Erleichterung auf der ersten Seite, was er suchte. Das Foto einer jungen, schönen, lächelnden Frau. Junge Frau vermisst. Seit 4 Tagen wird die junge Polin Dora Strewski vermisst, die nicht mehr in ihre Wohnung in Passy, Rue de la Pompe 17 zurückgekehrt ist. Besonders besorgniserregend ist, dass auch der Ehemann der Vermissten, Stefan Strewski, am Vortag, das heißt Montag, aus seiner Wohnung verschwunden ist und die Concierge, die die Polizei gerufen hat, erklärt... Der Mann hatte in der Schlange, die ihn zu einem Teller heißer Suppe führte, nur noch 5 oder 6 Meter zu überwinden, aber er trat jetzt aus der Reihe, überquerte die Straße, wobei er fast von einem Bus erfasst worden wäre, und erreichte den Gehsteig genau an der Stelle, an der Maigret stand. »Verfügen Sie über mich«, sagte er nur. »Führen Sie mich ab, ich werde alle Ihre Fragen beantworten.« Alle
warteten im Gang der Kriminalpolizei. Lucas, Janvier, Torrance und auch noch andere, die nichts mit dem Fall zu tun hatten, aber genau im Bild waren. Als Maigret an Lucas vorüberging, bedeutete ihm dieser mit einer Handbewegung: »Geschafft!« Eine Tür geht auf und zu, Bier und belegte Brötchen auf dem Tisch. »Essen Sie erst mal einen Happen.« Unbehagen. Die Bissen wollen nicht hinunter. Dann sagt der Mann endlich: »Da sie weg ist und irgendwo in Sicherheit...« Maigret fühlte sich gedrängt, im Ofen herumzustochern. »Als ich den Bericht über den Mord in der Zeitung las, ich hatte Dora schon lange im Verdacht, dass sie mich mit diesem Mann betrügt. Ich wusste auch, dass sie nicht seine einzige Geliebte war. Ich kenne Dora und ihr Temperament, verstehen Sie? Wenn er Schluss machen wollte, war sie zu allem fähig. Sie trug auch immer einen Revolver mit Perlmuttgriff in der Tasche. Als die Zehen isst und mit einem Bock hinunterspült, während Maigret belegte Brötchen verschlingt. Der Mann bleibt lange zaudernd vor einem Kino stehen. Seine Hand spielt mit dem Geld in der Tasche. Lieber durchhalten. Er geht und geht. Richtig. Maigret ist etwas aufgefallen. Das ermüdende Herumwandern beschränkt sich immer auf die gleiche Stadtgegend. Von der Trinisten Parkweg ein und drehte sich wieder um. Er hat mich erkannt und sich trotz der Kälte auf eine Bank gesetzt. Da bin ich stehen geblieben. Mehrmals hatte ich den Eindruck, dass er mich ansprechen wollte, aber schließlich ist er achselzuckend weitergegangen. An der Porte Dauphine hätte ich ihn fast aus den Augen verloren, denn er sprang in ein Taxi, und es war reiner Zufall, dass ich auch gleich eines bekam. An der Place de l'Opéra stieg er aus und lief die Treppe zur Metro hinunter. Fünfmal stieg er um, ich immer hinterher. Und da hat er wohl langsam gemerkt, dass er mich so nicht abschütteln würde. Wir gingen wieder hoch. Das war an der Place Clichy. Seither ziehen wir von Bar zu Bar. Ich habe abgewartet, bis wir in ein passendes Lokal mit Telefonkabine kamen, von wo ich ihn im Auge behalten konnte. Als er mich anrufen sah, hat er bitter aufgelacht. Kaum zu glauben, aber seither scheint er auf Sie gewartet zu haben. Ruf mal im Büro an. Lucas und Torrance sollen sich bereithalten und sofort kommen, wenn ich sie rufe. Ich brauche auch einen Fotografen vom Erkennungsdienst mit einem sehr kleinen Apparat. »Herr Ober«, rief der Unbekannte, »wie viel schulde ich?« 3,50. »Ich wette, der ist Pole«, raunte Maigret Janvier zu. »Los, gehen wir.« Sie kamen nicht weit. An der Place Blanche betraten sie hinter dem Mann ein kleines Restaurant und setzten sich an den Nebentisch. Es war ein italienisches Lokal. So aßen sie Nudeln. Um 3 Uhr löste Lucas Janvier ab, der sich mit Maigret in einer Brasserie gegenüber der Gare du Nord aufhielt. »Der Fotograf?« fragte Maigret. »Er wartet draußen, um ihn da abzufangen.« Als der Pole dann, nachdem er die Zeitungen gelesen hatte, das Lokal verließ, stürzte tatsächlich ein Inspektor auf ihn zu und machte aus einem Abstand von knapp 1 Meter einen Schnappschuss. Der Mann hielt schnell die Hand vors Gesicht, aber es war schon zu spät. Er warf Maigret einen vorwurfsvollen Blick zu, womit er bewies, dass er genau verstanden hatte. »Mein lieber Mann, du hast jedenfalls gute Gründe, uns von deiner Wohnung fernzuhalten«, sagte der Kommissar vor sich hin. »Aber bitte, wenn das hier ein Geduldsspiel werden soll, ich bin bereit.« Am Abend tanzten ein paar Schneeflocken in der Luft, während der Unbekannte mit den Händen in den Taschen durch die Straßen zog, bis es Zeit zum Schlafen war. »Soll ich Sie heute Nacht ablösen, Chef?« fragte Lucas. »Nein, kümmere dich lieber um das Foto. Such zuerst in der Kartei, frage früh.« Maigret wanderte in seinem Büro am Quai des Orfèvres auf und ab, rauchte eine Pfeife nach der anderen und fingerte dauernd am Telefon herum. »Hallo? Sind Sie's, Chef? Lucas hier. Ich bin dem Alten nach, der sich so für den Lokaltermin zu interessieren schien. Aber da ist nichts. Das ist ein Spinner, der jeden Morgen im Bois seine Runden dreht. Ja, gut, dann komm zurück.« 11:15. »Hallo, Chef? Torrance. Ich bin dem jungen Mann gefolgt, auf den Sie mich durch ein Zwinkern aufmerksam gemacht haben. Der nimmt an jedem Detektivwettbewerb teil. Verkäufer in einem Geschäft an den Champs-Élysées. Soll ich zurückkommen?« Erst 11:55, dann ein Anruf von Janvier. »Ganz schnell, Chef. Ich habe Angst, dass mir der Vogel wegfliegt. Ich beobachte ihn durch die Scheibe der Telefonkabine, bin in der Bar Nain Jaune am Boulevard Roche-Couard.
Ja, er hat mich beneidet. Ein ruhiges Gewissen hat er nicht. Als er über die Seine ging, hat er was in den Fluss geworfen. X-mal hat er versucht, mich abzuhängen. Soll ich auf Sie warten?« Und so begann, quer durch Paris, an eiligen, ahnungslosen Passanten vorüber, von Bar zu Bar, von Kneipe zu Kneipe, eine Verfolgungsjagd, die 5 Tage und 5 Nächte dauern sollte. Ein einzelner Mann auf der einen Seite, Maigret mit seinen Inspektoren auf der anderen. Sie lösten sich ab, waren aber am Ende genauso erschöpft wie der, den sie verfolgten. Gerade rechts zum Aperitif stieg Maigret vor dem Nain Jaune aus dem Taxi und traf Janvier am Tresen an. Er tat gar nicht erst harmlos, im Gegenteil. »Welcher ist es?« Der Inspektor wies mit einer Kinnbewegung auf einen Mann, der in einer Ecke an einem kleinen Tisch. »Bloß nicht, dass mich das in Verlegenheit bringt. Ich kann ja schreiben, was ich will.« Und tatsächlich hat er den erstbesten Namen eingetragen. »Nicolas Slatkovic, wohnhaft in Krakau, in Paris, seit dem Vortag.« »Das stimmt natürlich nicht.« Maigret ruft bei der Kriminalpolizei an. Man durchsucht die Meldezettel der möblierten Zimmer, die Ausländerkarteien, alarmiert die Grenzpolizei. Nirgends ein Nicolas Slatkovic. »Möchten Sie auch ein Zimmer?« fragt der Hotelbesitzer mit schiefem Gesicht, denn er hat den Polizisten gewittert. »Danke, ich werde die Nacht auf der Treppe verbringen.« »Das ist sicherer.« Er setzt sich vor Zimmer 7 auf eine Stufe. 2-mal geht die Tür auf. Der Mann sieht forschend in die Dunkelheit, entdeckt Maigrets Gestalt und legt sich schließlich schlafen. Am Morgen ist sein Bart nachgewachsen, seine Wangen sind stoppelig. Er hat keine frische Wäsche anziehen können. Er hat nicht einmal einen Kamm. Seine Haare sind wirr. Lucas ist gerade angekommen. »Soll ich weitermachen, Chef?« Maigret kann sich nicht entschließen, sich von seinem Unbekannten zu... »Das ist schon der 5. seit heute Morgen. Langsam habe ich auch schon einen in der Krone. Ich musste ihm ja in alle Kneipen nach. Der ist ganz schön hart im Nehmen. Schauen Sie ihn an. So geht das schon den ganzen Morgen. Der würde doch nicht um alles in der Welt den Blick senken.« Das stimmte. Und es war seltsam. Arroganz konnte man das nicht nennen. Auch nicht Herausforderung. Der Mann sah sie ganz einfach an. Wenn er beunruhigt war, so ließ er es sich nicht anmerken. Sein Gesicht drückte eher Trauer aus, aber diese Trauer war verhalten, gemessen. Als er an der Bagatelle merkte, dass sie ihn beobachteten, hat er sich gleich entfernt, und ich bin hinter ihm her. Nach kaum 100 Metern drehte er sich um, und statt den Bois zu verlassen, wie er es wohl ursprünglich vorhatte, schlug er mit Riesenschritten den erstbesten Parkweg ein und drehte sich wieder um. Er hat mich erkannt und sich trotz der Kälte auf eine Bank gesetzt. Da bin ich stehen geblieben. Mehrmals hatte ich den Eindruck, dass er mich ansprechen wollte, aber schließlich ist er achselzuckend weitergegangen. An der Porte Dauphine hätte ich ihn fast aus den Augen verloren, denn er sprang in ein Taxi, und es war reiner Zufall, dass ich auch gleich eines bekam. An der Place de l'Opéra stieg er aus und lief die Treppe zur Metro hinunter. 5-mal stieg er um, ich immer hinterher, und da hat er wohl langsam gemerkt, dass er mich so nicht abschütteln würde, wie er... gingen wieder hoch. Das war an der Place Clichy. Seither ziehen wir von Bar zu Bar. Ich habe abgewartet, bis wir in ein passendes Lokal mit Telefonkabine kamen, von wo ich ihn im Auge behalten konnte. Als er mich anrufen sah, hat er bitter aufgelacht. Kaum zu glauben, aber seither scheint er auf Sie gewartet zu haben. Ruf mal im Büro an. Lucas und Torrance sollen sich bereithalten und sofort kommen, wenn ich Sie rufe. Ich brauche auch einen Fotografen vom Erkennungsdienst mit einem sehr kleinen Apparat. »Herr Ober«, rief der Unbekannte, »wie viel schulde ich?« 3,50. »Ich wette, der ist Pole«, raunte Maigret Janvier zu. »Los, gehen wir.« Sie kamen nicht weit. An der Place Blanche betraten sie hinter dem Mann ein kleines Restaurant und setzten sich an den Nebentisch. Es war ein italienisches Lokal. So aßen sie Nudeln. Um 3 Uhr löste Lucas Janvier ab, der sich mit Maigret in einer Brasserie gegenüber der Gare du Nord aufhielt. »Der Fotograf?« fragte Maigret. »Er wartet draußen, um ihn da abzufangen.« Als der Pole dann, nachdem er die Zeitungen gelesen hatte, das Lokal verließ, stürzte tatsächlich ein Inspektor auf ihn zu und machte aus einem Abstand von knapp 1 Meter einen Schnappschuss. Der Mann hielt schnell die Hand vors Gesicht, aber es war schon zu spät.
Er warf Maigret einen vorwurfsvollen Blick zu, womit er bewies, dass er genau verstanden hatte. »Mein lieber Mann, du hast jedenfalls gute Gründe, uns von deiner Wohnung fernzuhalten.« »Gekocht hat und ihr Mann jetzt, nachdem er sich rasiert und umgezogen hat, schon wieder geht und auch noch sagt, wann er zurückkomme, wisse er nicht.« »Er schaut am Quai des Orfèvres herein. Hat Lucas etwas für mich hinterlassen?« »Ja, da ist ein Zettel vom Wachtmeister. Er hat das Foto in polnischen und russischen Kreisen herumgezeigt. Der Mann ist unbekannt, auch bei den politischen Gruppierungen. Als letzten Ausweg hat Lucas eine Menge Abzüge von dem berühmten Foto machen lassen. In allen Stadtteilen ziehen Polizisten von Tür zu Tür, von Concierge zu Concierge und halten das Beweisstück Gastwirten und Kellnern unter die Nase.« »Hallo, Kommissar Maigret, ich bin Platzanweiserin im Ciné Actualité am Boulevard de Strasbourg. Da ist ein Herr, Monsieur Torrance, er hat mich gebeten, Sie anzurufen und Ihnen zu sagen, dass er hier ist, aber nicht wagt, aus dem Saal zu gehen.« Oh, »nicht dumm, der Mann. Er hat sich ausgerechnet, dass dies der beste, geheizte Ort war, an dem er billig ein paar Stunden verbringen konnte. Eintritt 2 Francs, und man darf sich mehrere Vorstellungen ansehen.« Zwischen Verfolger und Verfolgtem, zwischen dem Mann, dessen Bart immer länger, dessen Kleider immer zerknitterter werden, und Maigret, der seine Beute keinen Augenblick loslässt, hat sich eine merkwürdige Vertrautheit entwickelt. Es gibt sogar eine komische Gemeinsamkeit. Beide haben einen Schnupfen bekommen. Beide haben eine gerötete Nase und ziehen fast im Takt das Taschentuch heraus. Einmal musste der Mann sogar unwillkürlich lächeln, als Maigret einen Niesanfall hatte. Nachdem er sich die Wochenschau 5-mal hintereinander angesehen hat, geht er in ein mieses Hotel am Boulevard La Chapelle und trägt sich wieder mit demselben Namen ein. Und Maigret setzt sich wieder auf die Treppe. Aber da dies ein Stundenhotel ist, wird er alle 10 Minuten von Paaren gestört, die ihn neugierig ansehen, wobei sein Anblick die Frauen nicht gerade beruhigt. Ob der Mann, wenn er am Ende seiner Kraft oder seiner Nerven ist, endlich nach Hause geht? Maigret hat in einer Brasserie, wo der Mann ziemlich lange saß und seinen grauen Mantel abgelegt hatte, nicht gezögert, das Kleidungsstück in die Hand zu nehmen und die Innenseite des Kragens zu betrachten. Der Mantel stammt aus dem Old England am Boulevard des Italiens, Konfektionsware, von der Firma gewiss zigmal verkauft, aber immerhin ein Hinweis. Ein Modell vom letzten Winter. Also hält sich der Unbekannte seit mindestens einem Jahr in Paris auf. Und in diesem Jahr muss er doch irgendwo untergekrochen sein. Maigret trinkt jetzt Grox, um seinen Schnupfen zu bekämpfen. Der andere gibt sein Geld nur noch sparsam aus. Er trinkt Kaffee, nicht einmal mehr mit Schuss, und ernährt sich von harten Eiern und Hörnchen zu spülen. Egal, so hatte er eben nichts mehr. Das Einzige, was ihm noch blieb, war, auf den eisglatten Straßen immer weiterzugehen. Er musste sich wie gerädert fühlen. Er hinkte mit dem linken Bein. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen und sah sich verzweifelt um. Da er kein Café mehr betrat, wo es ein Telefon gegeben hätte, konnte Maigret sich nicht mehr ablösen lassen. Wieder die Käs. Und diese mechanische Geste, mit der der Mann in den antiquarischen Büchern stöberte und blätterte, sich manchmal der Echtheit eines Stiches oder Holzschnitts vergewisserte. Eisiger Wind fegte über die Seine. Vor den fahrenden Lastkähnen klirrte es im Wasser, weil winzige Eispailletten aneinander stießen. In der Ferne sah Maigret den Quai des Orfèvres, das Fenster seines Büros. Seine Schwägerin war gewiss wieder nach Orléans abgefahren. Hauptsache Lucas. Er wusste noch nicht, dass diese peinigende Ermittlung ein Klassiker würde, den Generationen von Inspektoren immer wieder in allen Einzelheiten repetieren würden. Seltsamerweise beeindruckte ihn nun ein winziges Detail am meisten. Der Mann hatte einen Pickel auf der Stirn, einen Pickel, der genauer betrachtet wohl ein Furunkel war, das sich schon von Rot in Violett verfärbte. Hauptsache Lucas. Um 12 ging der Mann, der sich in seinem Paris entschieden gut auskannte, zur Volksküche, ganz unten am Boulevard Saint-Germain. Er stellte sich in der Reihe der Hungerleider an. Ein Alter sprach ihn an, aber er reagierte nicht.
Darauf redete ihn ein anderer mit einem pockennarbigen Gesicht auf Russisch an. Maigret überquerte die Straße, zögerte, betrat dann wohl oder übel ein Bistro, um belegte Brötchen zu essen. Dabei drehte er sich aber halb um, damit ihn der andere nicht durch die Scheibe beim Essen sehen konnte. Die armen Teufel rückten langsam vor, um dann zu viert oder sechst den Raum zu betreten, wo man ihnen einen Teller heiße Suppe vorsetzte. Die Schlange wurde länger. Hin und wieder schob jemand von hinten und einige protestierten. 1 Uhr. Der Junge tauchte ganz am Ende der Straße auf. Er stürmte mit vornübergeneigtem Oberkörper heran. »Kauft l'intran, l'intran!« Auch er versuchte schneller zu sein als die anderen. Er sah schon von Weitem, wer ihm eine Zeitung abkaufen würde. Die Schlange der Bettler beachtete er nicht. »Kauft!« Der Mann hob demütig die Hand und machte »Psst!« Die anderen sahen ihn an. Also hatte der noch ein paar Sous, um sich eine Zeitung zu kaufen. Auch Maigret rief den Zeitungsjungen, entfaltete das Blatt und fand zu seiner Erleichterung auf der ersten Seite, was er ist unbekannt, auch bei den politischen Gruppierungen. Als letzten Ausweg hat Lucas eine Menge Abzüge von dem berühmten Foto machen lassen. In allen Stadtteilen ziehen Polizisten von Tür zu Tür, von Concierge zu Concierge und halten das Beweisstück Gastwirten und Kellnern unter die Nase. »Hallo, Kommissar Maigret, ich bin Platzanweiserin im Ciné Actualité am Boulevard de Strasbourg. Da ist ein Herr, Monsieur Torrance, er hat mich gebeten, Sie anzurufen und Ihnen zu sagen, dass er hier ist, aber nicht wagt, aus dem Saal zu gehen.« »Oh, nicht dumm, der Mann. Er hat sich ausgerechnet, dass dies der beste, geheizte Ort war, an dem er billig ein paar Stunden verbringen konnte. Eintritt 2 Francs, und man darf sich mehrere Vorstellungen ansehen.« Zwischen Verfolger und Verfolgtem, zwischen dem Mann, dessen Bart immer länger, dessen Kleider immer zerknitterter werden, und Maigret, der seine Beute keinen Augenblick loslässt, hat sich eine merkwürdige Vertrautheit entwickelt. Es gibt sogar eine komische Gemeinsamkeit. Beide haben einen Schnupfen bekommen. Beide haben eine gerötete Nase und ziehen fast im Takt das Taschentuch heraus. Einmal musste der Mann sogar unwillkürlich lächeln, als Maigret einen Niesanfall hatte. Nachdem er sich die Wochenschau 5-mal hintereinander angesehen hat, geht er in ein mieses Hotel am Boulevard La Chapelle und trägt sich wieder mit demselben Namen ein. Und Maigret setzt sich wieder auf die Treppe. Aber da dies ein Stundenhotel ist, wird er alle 10 Minuten von Paaren gestört, die ihn neugierig ansehen, wobei sein Anblick die Frauen nicht gerade beruhigt. Ob der Mann, wenn er am Ende seiner Kraft oder seiner Nerven ist, endlich nach Hause geht? Maigret hat in einer Brasserie, wo der Mann ziemlich lange saß und seinen grauen Mantel abgelegt hatte, nicht gezögert, das Kleidungsstück in die Hand zu nehmen und die Innenseite des Kragens zu betrachten. Der Mantel stammt aus dem Old England am Boulevard des Italiens, Konfektionsware, von der Firma gewiss zigmal verkauft, aber immerhin ein Hinweis, ein Modell vom letzten Winter. Also hält sich der Unbekannte seit mindestens 1 Jahr in Paris auf, und in diesem Jahr muss er doch irgendwo untergekrochen sein. Maigret trinkt jetzt Grocks, um seinen Schnupfen zu bekämpfen. Der andere gibt sein Geld nur noch sparsam aus. Er trinkt Kaffee, nicht einmal mehr mit Schuss, und ernährt sich von harten Eiern und Hörnchen. Aus dem Büro stets die gleiche Nachricht, nichts Neues. Keiner erkennt den Polen auf dem Foto, niemand wird als vermisst gemeldet. Auch über den Toten nichts. Er hatte eine große Praxis, viel Geld verdient, sich nicht um Politik gekümmert, ging viel aus und behandelte als Nervenspezialist vor allem Frauen. Putzt herumläuft, hat bestimmt eine volle Brieftasche. Geld oder Leben, habe ich ihm ins Ohr geflüstert, und ich schwöre Ihnen, es war nicht meine Schuld, dass der Schuss losging. Ich glaube, ich bin einfach wegen der Kälte mit dem Finger an den Abzug geraten. 11 Uhr früh. Maigret wanderte in seinem Büro am Quai des Orfèvres auf und ab, rauchte eine Pfeife nach der anderen und fingerte dauernd am Telefon herum. »Hallo, sind Sie's, Chef?« »Lucas hier. Ich bin dem Alten nach, der sich so für den Lokaltermin zu interessieren schien. Aber da ist nichts. Das ist ein Spinner, der jeden Morgen im Bois seine Runden dreht. Ja, gut, dann komm zurück.« 11:15 Uhr. »Hallo, Chef. Torrance.
Ich bin dem jungen Mann gefolgt, auf den Sie mich durch ein Zwinkern aufmerksam gemacht haben. Der nimmt an jedem Detektivwettbewerb teil. Verkäufer in einem Geschäft an den Champs-Élysées. Soll ich zurückkommen? Erst 11:55, dann ein Anruf von Janvier. Ganz schnell, Chef. Ich habe Angst, dass mir der Vogel wegfliegt. Ich beobachte ihn durch die Scheibe der Telefonkabine, bin in der Bar Nain Jaune am Boulevard Rochecouart. Ja, er hat mich bemerkt. Ein ruhiges Gewissen hat er nicht. Als er über die Seine ging, hat er was in den Fluss geworfen. X-mal hat er versucht, mich abzuhängen. Soll ich auf Sie warten? Und so begann, quer durch Paris, an eiligen, ahnungslosen Passanten vorüber, von Bar zu Bar, von Kneipe zu Kneipe, eine Verfolgung an bestimmt Ausweispapiere, vielleicht auch Visitenkarten, vermutet Maigret. Er will um jeden Preis verhindern, dass man seine Wohnung entdeckt. Und so geht es weiter mit dem Stadtbummel des Verfolgten. Stehen bleiben, vor Schaufenstern, vor Straßenverkäufern, hin und wieder eine Bar, um sich wenigstens mal hinsetzen zu können, vor allem bei der Kälte draußen. Zeitungslektüre in einer Brasserie. 150 Francs. Dafür gibt es kein Mittagessen im Restaurant mehr. Der Mann begnügt sich mit harten Eiern, die er an einem Tresen im Stehen isst und mit einem Bock hinunterspült, während Maigret belegte Brötchen verschlingt. Der Mann bleibt lange zaudernd vor einem Kino stehen. Seine Hand spielt mit dem Geld in der Tasche. Lieber durchhalten. Er geht und geht. Richtig. Maigret ist etwas aufgefallen. Das ermüdende Herumwandern beschränkt sich immer auf die gleiche Stadtgegend. Von der Trinité zur Place Clichy, von der Place Clichy über die Rue Coulincourt zur Barbet, von der Barbet zur Gare du Nord und zur Rue Lafayette. Ob der Mann befürchtet, anderswo erkannt zu werden? Bestimmt hat er sich eine von seiner Wohnung oder seinem Hotel möglichst weit entfernte Gegend ausgesucht, in der er sich gewöhnlich nicht aufhält. Verkehrt er wie viele Ausländer am Montparnasse, in der Panthéon-Gegend? Seine Kleidung lässt auf Mittelschicht schließen, hinkte mit dem linken Bein. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen und sah sich verzweifelt um. Da er kein Café mehr betrat, wo es ein Telefon gegeben hätte, konnte Maigret sich nicht mehr ablösen lassen, wieder die Käs. Und diese mechanische Geste, mit der der Mann in den antiquarischen Büchern stöberte und blätterte, sich manchmal der Echtheit eines Stiches oder Holzschnitts vergewisserte. Eisiger Wind fegte über die Seine. Vor den fahrenden Lastkähnen klirrte es im Wasser, weil winzige Eispailletten aneinander stießen. In der Ferne sah Maigret den Quai des Orfèvres, das Fenster seines Büros. Seine Schwägerin war gewiss wieder nach Orléans abgefahren. Hauptsache Lucas. Er wusste noch nicht, dass diese peinigende Ermittlung ein Klassiker würde, den Generationen von Inspektoren immer wieder in allen Einzelheiten repetieren würden. Seltsamerweise beeindruckte ihn nun ein winziges Detail am meisten. Der Mann hatte einen Pickel auf der Stirn, einen Pickel, der genauer betrachtet wohl ein Furunkel war, das sich schon von Rot in Violett verfärbte. Hauptsache Lucas. Um 12 ging der Mann, der sich in seinem Paris entschieden gut auskannte, zur Volksküche, ganz unten am Boulevard Saint-Germain. Er stellte sich in der Reihe der Hungerleider an. Ein Alter sprach ihn an, aber er reagierte nicht. Darauf redete ihn ein anderer mit einem pockennarbigen Gesicht auf Russisch an. Maigret überquerte die Straße, zögerte, betrat dann wohl oder übel ein Bistro, um belegte Brötchen zu essen. Dabei drehte er sich aber halb um, damit ihn der andere nicht durch die Scheibe beim Essen sehen konnte. Die armen Teufel rückten langsam vor, um dann zu viert oder sechst den Raum zu betreten, wo man ihnen einen Teller heiße Suppe vorsetzte. Die Schlange wurde länger. Hin und wieder schob jemand von hinten und einige protestierten. 1 Uhr. Der Junge tauchte ganz am Ende der Straße auf. Er stürmte mit vornübergeneigtem Oberkörper heran. »Kauft l'intrant, l'intrant!« Auch er versuchte schneller zu sein als die anderen. Er sah schon von Weitem, wer ihm eine Zeitung abkaufen würde. Die Schlange der Bettler beachtete er nicht. »Kauft!« Der Mann hob demütig die Hand und machte »Psst!« Die anderen sahen ihn an. Also hatte der noch ein paar Sous, um sich eine Zeitung zu kaufen.
Auch Maigret, rief dem Zeitungsjungen, entfaltete das Blatt und fand zu seiner Erleichterung auf der ersten Seite, was er suchte. Das Foto einer jungen, schönen, lächelnden Frau. Junge Frau vermisst. Seit 4 Tagen wird die junge Polin Dora Strewski vermisst, die nicht mehr in... Aber wenn man ihn darauf ansprach, hatte er so eine merkwürdige Art, brummend den Kopf abzuwenden. Also los. Alles war bereit. Fast keine Gaffer, wie vorgesehen. Schließlich hatte er nicht umsonst die frühe Morgenstunde anberaumt. Unter den 10, 15 Leuten, die hier herumstanden, waren auch ein paar Inspektoren, die ihre unschuldigste Miene aufgesetzt hatten. Einer von ihnen, Torrance, verkleidete sich fürs Leben gern und war als Milchmann gekommen. Sein Chef quittierte es mit einem Achselzucken. Hauptsache, Tilloy übertrieb nicht. Ein alter Kunde, der am Vortag wegen Taschendiebstahls in der Metro festgenommen worden war. »Du könntest uns morgen früh einen kleinen Dienst erweisen, dann wollen wir sehen, dass du diesmal etwas billiger davon kommst.« Man hatte ihn aus der Zelle geholt. »Also los«, brummte Maigret. »Als du Schritte hörtest, warst du an dieser Ecke hier versteckt, oder?« »Genau, Herr Kommissar. Ich hatte einen Mordshunger, verstehen Sie, völlig abgebrannt. Da habe ich mir gesagt, ein Kerl, der so rausgeputzt herumläuft, hat bestimmt eine volle Brieftasche. Geld oder Leben, habe ich ihm ins Ohr geflüstert. Und ich schwöre Ihnen, es war nicht meine Schuld, dass der Schuss losging. Ich glaube, ich bin einfach wegen der Kälte mit dem Finger an den Abzug geraten.« 11 Uhr früh. Maigret wanderte in seinem Büro am Quai des Orfèvres auf und ab, rauchte eine Pfeife nach der anderen und fingerte dauernd am Telefon herum. »Hallo? Sind Sie's, Chef? Lucas hier. Ich bin dem Alten nach, der sich so für den Lokaltermin zu interessieren schien. Aber da ist nichts. Das ist ein Spinner, der jeden Morgen im Bois seine Runden dreht. Ja, gut, dann komm zurück.« 11:15. »Hallo, Chef? Torrance. Ich bin dem jungen Mann gefolgt, auf den Sie mich durch ein Zwinkern aufmerksam gemacht haben. Der nimmt an jedem Detektivwettbewerb teil. Verkäufer in einem Geschäft an den Champs-Élysées. Soll ich zurückkommen?« Erst 11:55, dann ein Anruf von Janvier. »Ganz schnell, Chef. Ich habe Angst, dass mir der Vogel wegfliegt. Ich beobachte ihn durch die Scheibe der Telefonkabine, bin in der Bar Nain Jaune am Boulevard Rochecouart. Ja, er hat mich bemerkt. Ein ruhiges Gewissen hat er nicht. Als er über die Seine ging, hat er was in den Fluss geworfen. X-mal hat er versucht, mich abzuhängen. Soll ich auf Sie warten?« Und so begann, quer durch Paris, an eiligen, ahnungslosen Passanten vorüber, von Bar zu Bar, von Kneipe zu Kneipe, eine Verfolgung an bestimmt Ausweispapiere, vielleicht auch Visitenkarten, vermutet Maigret. Er will um jeden Preis verhindern, dass man seine Wohnung entdeckt. Und so geht es weiter mit dem Stadtbummel des Verfolgten. Stehen bleiben, vor Schaufenstern, vor Straßenverkäufern, hin und wieder eine Bar, um sich wenigstens mal hinsetzen zu können, vor allem bei der Kälte draußen. Zeitungslektüre. La Pompe, Miete 12.000 Francs, keine Politik. Die Concierge hat das Opfer noch nie gesehen. Stefan ist Montag früher los als gewöhnlich. Sie hat sich gewundert, dass er nicht zurückkam, sich aber nicht weiter beunruhigt, da wie viel Uhr ist es? 15:30. Ich bin allein hier, habe Bier bringen lassen, aber es ist sehr kalt. Hör mal, Lyka, mach doch... Ja, ich weiß, für die Morgenausgaben ist es zu spät, dann eben abends. Verstanden? An jenem Morgen haftete den Kleidern des Mannes ein dumpfer Elendsgeruch an. Seine Augen lagen tief in den Höhlen. Der Blick, den er Maigret an dem fahlen Morgen zuwarf, war erschütternd vorwurfsvoll. Hatte man ihn nicht Schritt für Schritt, aber doch schwindelerregend schnell an den Rand des Ruins gebracht? Er schlug seinen Mantelkragen hoch und verließ die Gegend nicht mehr. Als ein Bistro aufmachte, stürzte er hinein und trank hintereinander 4 Schnäpse, wie um den grässlichen Nachgeschmack, den diese Nacht in seiner Kehle und in seinem Innern hinterlassen hatte, hinunterzuspülen. Egal, so hatte er eben nichts mehr. Das Einzige, was ihm noch blieb, war, auf den eisglatten Straßen immer weiterzugehen. Er musste sich wie gerädert fühlen. Er hinkte mit dem linken Bein. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen und sah sich verzweifelt um. Da er kein Café mehr betrat, wo es ein Telefon gegeben hätte, konnte Maigret sich nicht mehr ablösen lassen. Wieder die Käse.
Und diese mechanische Geste, mit der der Mann in den antiquarischen Büchern stöberte und blätterte, sich manchmal der Echtheit eines Stiches oder Holzschnitts vergewisserte. Eisiger Wind fegte über die Seine. Vor den fahrenden Lastkähnen klirrte es im Wasser, weil winzige Eispailletten aneinander stießen. In der Ferne sah Maigret den Quai des Orfèvres, das Fenster seines Büros. Seine Schwägerin war gewiss wieder nach Orléans abgefahren. Hauptsache Lucas. Er wusste noch nicht, dass diese peinigende Ermittlung ein Klassiker würde, den Generationen von Inspektoren immer wieder in allen Einzelheiten repetieren würden. Seltsamerweise beeindruckte ihn nun ein winziges Detail am meisten. Der Mann hatte einen Pickel auf der Stirn, einen Pickel, der genauer betrachtet wohl ein Furunkel war, das sich schon von Rot in Violett verfärbte. Hauptsache Lucas. Um 12 ging der Mann, der sich in seinem Paris entschieden gut auskannte, zur Volksküche, ganz unten am Boulevard Saint-Germain. Er stellte sich in der Reihe der Hungerleider an. Ein Alter sprach ihn an, aber er reagierte nicht. Darauf redete ihn ein anderer mit einem pockennarbigen Gesicht auf Russisch an.